Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Bundestagspräsident Jenninger hat in seiner Neujahrsansprache die Bürger aufgerufen, die Demokratie zu stärken. Die Kieler Affäre habe zwar das Vertrauen in Staat und Demokratie beschädigt, die Arbeit des Untersuchungsausschusses habe aber auch gezeigt, dass die demokratischen Institutionen funktionieren. Die USA und die Sowjetunion wollen sich um weitere Abrüstungsfortschritte bemühen. Das erklärten Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow in ihren Fernsehansprachen an die andere Nation. Beide hoffen, noch in der ersten Jahreshälfte einen Vertrag über die Begrenzung der strategischen Rüstung zu unterzeichnen. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung verhandeln Bonn und Ost-Berlin über den Freikauf von insgesamt 1025 politischen DDR-Häftlingen. Im Zuge der Amnestie waren sie freigelassen worden und sollen laut Bild nun bis März in den Westen ausreisen dürfen. In Polen wurden am Neujahrstag erstmals seit 1981 Kurzwellensendungen aus dem Westen wieder störungsfrei empfangen. Die BBC in London teilte mit, die Sowjetunion habe den Betrieb ihrer Störsender eingestellt. In Kairo hat die ägyptische Polizei mehrere hundert anti-israelische Demonstranten mit Schlagstöcken auseinandergetrieben. 22 Personen wurden festgenommen. Die Demonstranten, offenbar radikale Moslems, riefen zur Unterstützung der Palästinenser in den israelisch besetzten Gebieten auf. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Zeitler, ist bei einer Bergtour in der Nähe von Meran tödlich verunglückt. Der 63-Jährige stürzte einen Abhang hinunter. Sein Sohn, der ihn begleitete, konnte nicht mehr helfen. Der 24-jährige Finne Matti Nikkanen hat das Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Mit Sprüngen von 103,5 und 101,5 Metern setzte er sich im zweiten Wettbewerb der deutsch-österreichischen Vierschanzentournee vor den Schweden Tellberg und Jens Weißflog aus der DDR. Dieter Thoma aus Hinterzarten kam auf den fünften Platz. Zum Schluss noch die Wetteraussichten. Meist bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag im Nordwesten wechselnd wolkig und trocken. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Soweit, verehrte Zuschauer, die Meldung der Heute-Redaktion. Wir wünschen eine gute Nacht.